Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Die erste Variante meiner Darstellung der Frequenzerweiterung ging ein bisschen daneben. Nicht im Prinzip, sondern es waren einige Details, die doch nicht stimmten. Also zum Beispiel Teiler und ein paar Aussagen im Video waren auch nicht ganz richtig. Deshalb mache ich das Video noch einmal und zeige Ihnen, wie man die Frequenzbandbreite eines Spektrumanalyzers erweitern kann. In meinem Fall geht es um einen Siglent 3021X mit dem Upgrade auf 3032X mit allen Optionen. Die gab es einmal in einer Aktion, gratis dazu. Und jetzt habe ich hier eine Bandbreite, die von 9 kHz bis 3,2 GHz geht. Schön wäre es natürlich auch, wenn man eben von 3 GHz bis zum Beispiel 6 GHz oder sogar noch höher auch auf den Spektrumanalyzer anzeigen könnte. Wenigstens könnte man dann schauen, ob irgendwelche Verdoppler oder Vervielfacher oder Mischer, ob die dann auch ein sauberes Signal zeigen. Und diese Frequenzerweiterung, die werden wir uns gemeinsam anschauen und sehen, was es dazu braucht. Als erstes möchte ich überprüfen, ob diese 3 GHz, die ich auf dem Signalgenerator eingestellt habe und dann den Verdoppler zuführe hier, genau, ob die auch 6 GHz ergeben. Deshalb habe ich hier dann noch einen Vorteiler, der 1 zu 1000 teilt und das sollte dann auf meinem Frequenzzähler 6 GHz ergeben und das stimmt. Also das war mal die erste Überprüfung, damit wir auch sicher sind, dass wir wirklich die doppelte Frequenz erhalten. So, was brauchen wir dazu als Hilfsmittel, damit wir diese Frequenzerweiterung realisieren können? Das Herzstück ist ein Breitbandmixer. Wir brauchen einen Mixer, um dies zu realisieren. Und zwar habe ich hier ein Beispiel von Hartwig. Ich habe den 4,5 bis 9 GHz Variante gewählt. Das heißt, ich kann beim RF, also beim Eingang hier, und bei dem Local Oscillator kann ich jeweils Frequenzen zwischen diesen Eckdaten einspeisen. Die Zwischenfrequenz, was macht der Mixer? Er nimmt diese Frequenz minus die Local Oscillator Frequenz und gibt sie dann hier aus als Zwischenfrequenz und die ist dann spezifiziert hier zwischen DC bis 2,5 GHz. Und diese Frequenz hier geht zu dem Spektrumanalyzer. Ich zum Beispiel, wenn ich hier mein SMT03 nehme plus Verdoppler mal 2, dann speise ich zum Beispiel hier, wenn ich den SMT03 auf 2 GHz einstelle, den stelle ich auf 2 GHz ein, dann kommen hier 4 GHz heraus und die speise ich hier ein. 4 GHz RF. Das Problem ist jetzt, ich habe keinen unabhängigen Local Oscillator. Ich werde also den SMT03 eigentlich vergewaltigen, indem ich den doppelt benutze. Das heißt, einmal hier RF, 4 GHz, und dann nehme ich die andere Version, also die Basisfrequenz ohne Verdoppler, und speise die beim Local Oscillator ein. Also hier habe ich dann 2. Die Differenz von 4 minus 2 habe ich dann hier 2 GHz auf dem Spektrumanalyzer. So funktioniert das. Ja gut, wie mache ich jetzt das, dass das hier getrennt wird? Dazu brauche ich einen Divider. Und das ist dieses Stück hier. Dieser Divider. Ich habe hier das Exemplar von Power Divider von HP, den 116-36A, der geht bis 18 GHz, sollte also kein Problem sein. Was ich mache, hier kommt der SMT03 dran, hier, und ein Eingang
oder ein Ausgang ist dann die Basisfrequenz, eben wie ich vorhin gesagt habe, 2 GHz. Und der andere Ausgang geht zum Verdoppler, dann habe ich 4 GHz. Das ist die Idee. Und mit dieser Konfiguration kann ich dann Frequenzen zwischen 4 und 6 GHz auf dem Spektrumanalyzer anzeigen. Wie das in der Praxis aussieht, werden wir jetzt gemeinsam anschauen. Ja, in der Praxis sieht das nun folgendermaßen aus. Ich möchte das möglichst direkt ohne große Kabelverluste machen. Ich habe hier den Divider angeschlossen, direkt am Ausgang des Signalgenerators. Hier einem Ausgang den Verdoppler. Dieser Verdoppler geht am Ausgang dann auf den Eingang des Mischers und hier am zweiten Eingang ohne Verdoppler, den ich hier anschließe, der geht auf den Local Oscillator. So haben wir hier eigentlich 2 Sachen. Ich habe hier, wenn ich 4 GHz einstelle, aus Ausgang habe ich hier 2 GHz einstelle, habe ich hier 4 GHz am Ausgang und hier 2 GHz am Local Oscillator. Und so kann ich am Spektrumanalyzer dann die Differenz zwischen diesen 2 Signalen ablesen, das sind 2 GHz, und so kann ich die Frequenzerweiterung bewerkstelligen.